So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn wir haben tatsächlich über den gestrigen Tag doch einen relativ negativen Preisverlauf erlebt und wir müssen natürlich jetzt mal ganz, ganz klar sagen, Leute, wir haben unsere Tageskerze erneut unterm wichtigen 44.000 bis 45.000 Dollar Tagessupport geschlossen. Und was das jetzt für den Bitcoin-Kurs bedeutet und warum jetzt die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich enorm gestiegen sind, dass wir bis auf 40.000 Dollar sogar nochmal runterfallen werden, darum geht es heute im Video. Natürlich werde ich ganz genau sagen, was wir hier tatsächlich mit unseren Trades machen werden. Denn wie ihr wisst, Leute, ich befinde mich natürlich immer noch in einigen Long-Positionen, aber vor allen Dingen hier natürlich in dieser 2 Millionen Dollar Short-Position, aus der wir jetzt auch schon ein bisschen Profite rausgenommen haben. Aber Leute, natürlich, nachdem wir jetzt gestern tatsächlich die Daily-Kerze, und da möchte ich direkt mal hier in die Charts springen und gar nicht großartig drum rumreden, nachdem wir natürlich gestern die Daily-Kerze hier wirklich ganz, ganz klar unter unserem horizontalen Supportbereich von 44.000 bis 45.000 geschlossen haben, ist es natürlich jetzt einfach so, dass die Bullen definitiv Marktkontrolle jetzt erstmal verloren haben und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für das Formen dieses großen Rising Wedges hier in grün eingezeichnet natürlich jetzt nochmal deutlich zunimmt. Leute, bevor wir jetzt weiter in die Charts springen und ich euch ganz genau sagen werde, was ich mit meinen Trades jetzt vorhabe in der nahen Zukunft, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, lasst uns auf jeden Fall mal die 1000 Daumen nach oben erreichen, das schaffen wir eigentlich aktuell bei jedem einzelnen Video und ansonsten würde ich sagen, springen wir jetzt direkt mal in die Charts und reden gar nicht groß drumherum, denn wir müssen uns natürlich auch die größeren Timeframes anschauen, um wirklich herauszufinden, wie es denn gerade so für den Bitcoin steht. Leute, eine kleine Sache noch, wie immer würde ich mich auch natürlich darüber freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen würdet in den Kommentaren, denn das boostet natürlich den YouTube-Algorithmus. Vielen, vielen Dank für euer ganzes positives Feedback, was ich so unter den letzten Videos bekommen habe, aber jetzt, Leute, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, was wir vom Bitcoin-Kurs erwarten können. Als allererstes möchte ich hier mal auf dem Weekly-Timeframe eine Sache wirklich ganz, ganz, ganz klarstellen. Und zwar, egal was jetzt eigentlich in den nächsten Tagen oder auch Wochen passiert wäre, Leute, man muss ganz klar sagen, dass auf dem Weekly Timeframe der Dead Cat Bounce tatsächlich erst beim Preislevel von ungefähr 54.000 Dollar wäre tatsächlich dieser Dead Cat Bounce hier auf dem Weekly Timeframe erst ausgeschlossen. Wir können auch nochmal die Wicks verbinden. Da läuft das Ganze aber auf etwas sehr, sehr Ähnliches heraus. Und zwar ungefähr auf 55.000 Dollar Level. Und da muss man natürlich ganz, ganz klar sagen, Leute, jetzt auf dem Weekly Timeframe, dafür, dass wir eigentlich noch weit entfernt von dem Punkt sind, wo es eigentlich einen Dead Cat Bounce geben sollte, reversed Bitcoin hier natürlich schon relativ frühzeitig. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, das ist hier nur ein Retest vom horizontalen Weekly Support und das ist auch sehr gut möglich und bis jetzt würde Bitcoin diesen Weekly Support ja auch noch halten, denn dieser Weekly Support befindet sich, um genau zu sein, genau bei 43.000 Dollar. Und wenn wir jetzt tatsächlich auch mal auf den Tageschart rübergehen, dann können wir schon relativ schnell sehen, dass hier auf dem Daily Timeframe eigentlich bei, 43.000 Dollar keinerlei Support oder ähnliches horizontal gesehen ist. Das heißt, da kann man ganz klar erkennen, okay, das ist einfach nur der Weekly Support, warum wir da jetzt so einen kleinen Bounce erleben. Trotzdem, sobald die 43.000 Dollar nach unten durchbrechen werden sollten mit einer Tageskerze, muss man natürlich davon ausgehen, dass wir mindestens nochmal auf die 40.000 Dollar runterfallen. Aus diesem Grund habe ich natürlich meinen Short Trade auch nochmal ein bisschen hochskaliert, habe bei dem Short Trade tatsächlich, und jetzt muss ich mal ganz kurz hier tatsächlich sogar kurz rüber wechseln, habe bei dem Short Trade ein bisschen Profite genommen, habe beim Short Trade natürlich jetzt den auch schon wieder ein bisschen hochskaliert, habe meinen Stop Loss, wie ihr sehen könnt, fast beim Entry Price, das heißt nur ein 5% Loss würde ich hier in Kauf nehmen bei dieser Short Position, einfach aus dem Grund, weil ich hier wahrscheinlich sogar den Stop Loss jetzt nach dem Video relativ frühzeitig wahrscheinlich sogar in den Gewinn setzen werde. Denn Leute, eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen und hierfür muss ich nochmal auf den Weekly Timeframe wechseln, die Weekly EMA Ribbons, Leute, wurden jetzt beinahe wieder nach unten hin durchbrochen. Wie ihr sehen könnt, auch die unterste Weekly EMA Ribbon befindet sich so ziemlich genau bei dem 43.000 Dollar Level. Das heißt, ich muss persönlich sagen, wenn wir uns die großen Timeframes anschauen, vor allen Dingen den Weekly, die 43.000 Dollar, wenn wir die aktuelle Woche unter 43.000 Dollar beenden, Leute, dann sieht es aber wirklich, wirklich schlecht für den Bitcoin aus. Einfach aus dem Grund, weil wir dann mehr oder weniger keinen erfolgreichen Retest der Weekly EMA Ribbons sehen, wie wir es das letzte Mal gesehen haben. Es ist jetzt ja schon deutlich, deutlich kritischer, weil die Weekly EMA Ribbons ja deutlich mehr zusammengesqueezed sind bereits. Des Weiteren dürfen wir dann natürlich auch nicht vergessen, dass ja wöchentlicher horizontaler Support nach unten hin durchbrochen wurde und damit dann natürlich auch dieser verloren gegangen ist. Des Weiteren haben wir dann natürlich auf dem Daily Timeframe ganz klar auch
unsere Daily EMA Ribbons nach unten verlassen, aber natürlich auch ganz klar unseren 44.000 bis 45.000 horizontalen Support hinter uns gelassen. Und aus diesem Grund muss man tatsächlich sagen, wir haben jetzt nicht mehr allzu viele Tage Zeit. Wir haben noch morgen, übermorgen und überübermorgen drei Tage mit inklusive, vier Tage inklusive dem heutigen Tag. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, wir müssen mit dem Bitcoin-Preis jetzt so schnell wie möglich reversen. Auch wenn wir jetzt aktuell eigentlich keinen Support hier haben, wir können eigentlich nur hoffen. Und Leute, ich bin short, wenn das fällt, wir machen natürlich Profite. Meine Trading-Strategie ist natürlich neutral ausgelegt. Man muss natürlich aber sagen, dass ich natürlich ein langfristiger Bitcoin-Bulle bin. Und natürlich würde ich deshalb immer gerne lieber das bullische Szenario sehen, auch wenn ich mit meiner Trading-Strategie oft auch mal gegen das bullische Szenario setze, weil es einfach deutlich unwahrscheinlicher ist, wie jetzt aktuell. Trotzdem hoffe ich natürlich auf das bullische Szenario, weil ich natürlich auch weiß, dass in meiner Community nicht jeder aktiv handelt. Und für viele Leute ist es nur angenehm zu sehen, wenn der Kurs steigt. Deshalb ist das natürlich immer mein preferiertes Szenario, aber da geht es natürlich beim Trade nicht drum, was man gerne hätte, sondern einfach, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Und aus diesem Grund bleibe ich natürlich länger in meinem Short Trade jetzt weiterhin drin, denn wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis runter auf die 40.000 Dollar nochmal gehen, denke ich, ist einfach nicht allzu gering. Und wenn wir da dann nicht schnell genug bouncen und somit die Wochenkerze wieder über 43.000 Dollar bringen, naja, dann muss man natürlich ganz klar sagen, könnte eine sehr bearische Wochenkerze geschlossen werden, die dann auf dem großen Timeframe vielleicht das Sentiment vorgibt, auf den kleineren Timeframes wie dem Daily dann hier zum Beispiel bearish aus diesem Rising Wedge auszubrechen. Und wozu das führen könnte, Leute, wie gesagt, ich meine, wir dürfen eine Sache nicht vergessen und ich möchte es jetzt hier in meinem Video sagen. Ich bin langfristig sehr bullish. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bitcoin es schafft, jetzt hier auch weiterhin Support zu halten, ein Reversal zu starten. Wir müssen uns aber einfach auf die höhere Wahrscheinlichkeit vorbereiten, dass wir nochmal ein bisschen mehr Downside, das heißt ein bisschen mehr Kurskorrektur bei Bitcoin erwarten müssen. Das ist einfach das, was man objektiv sehen muss. Und aus diesem Grund bleibt natürlich der Short Trade offen. Und eine Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, Leute, aktuell befindet sich On-Chain-Data-mäßig der durchschnittliche Bitcoin-Kauf. Der durchschnittliche Bitcoin wurde zu einem Preis von 25.000, 24.000 Dollar gekauft, was natürlich hiermit auch bedeutet, dass es sich weiter lohnt, für den durchschnittlichen Bitcoin-Käufer Profite zu nehmen bis runter auf die 24.000 Dollar theoretisch. In jedem Bärenmarkt sind wir bis jetzt natürlich einmal darunter gefallen, um ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar, je nachdem, ob wir jetzt von 2014 oder von 2018 reden. Denn natürlich, solange es sich für die Leute lohnt, Profite zu nehmen, werden das Leute machen. Vor allem, wenn es zum Beispiel sowas wie ein Panic Selling gibt. Und man weiß natürlich auch nicht, was aktuell mit der politischen Situation passiert und wie es da weitergeht. Und aus diesem Grund, Leute, ich bin weiter vorsichtig jetzt, vor allen Dingen, nachdem wir den Daily Support wieder nach unten hin durchbrochen haben. Head Short Trade bleibt offen, natürlich Stop Loss in der Nähe vom Profit. Und Leute, bleibt gespannt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Ich veröffentliche bald meine genauen Profit- und Loss-Statistiken in einem Video hier live auf YouTube. Denn viele haben danach gefragt und ich teile ja genau, was ich mache. Seit 90 Tagen jetzt fast live in meinen Videos. Immer im Voraus sage ich euch ganz genau, was ich mit meinen Trades machen werde. Und aus diesem Grund wird es jetzt, glaube ich, langsam mal Zeit, euch dann dementsprechend auch zu teilen, wie viel Profit wir denn genau gemacht haben in diesen letzten 90 Tagen. Ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.